meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem echt heißen Tag. Wir haben heute bei uns, glaube ich, wie viel Grad? 28, aber steigt bis zum 34, glaube ich. Okay, wir haben jetzt 28, ist noch Vormittag und es wird angeblich bis 34 Grad steigen. Der Papa ist hier und die kleine Luisa ist auch hier. Wir gehen jetzt gleich einkaufen. Schnallst du dann die Luisa an? Schatzi? Wir gehen jetzt nämlich Lebensmittel einkaufen. Wir haben heute Freitag. So heiß. Und wir gehen jetzt gleich ein bisschen was einkaufen für die Woche, damit wir morgen nicht gehen. Wir gehen ja normalerweise immer samstags, aber Samstag ist immer ein bisschen doof. So. Die Tage habe ich jetzt nicht gefilmt. Also ich glaube nur zwei Tage. Zwei, drei. Ja. Auto. Ja, ich habe mir gestern oder vorgestern die Nägel gemacht. Ich wollte es eigentlich mitfilmen, habe es mitgefilmt, war dann irgendwie nicht zufrieden, habe es dann wieder gelöscht. Deswegen nicht wundern, ich trage lange Krallen, aber gibt kein Video dazu. Was machen wir mit den Rechnungen? Scott, gib mir deine. Gibt's da eine? Schatzi, da, das ist ein Handschuhfach, ist nicht für Rechnungen. Hast du da für die Handschuhe oder was? Die Hände. Ein Handschuhfach, das heißt, gib mir nur die Handschuhe rein. Genau. So, ich habe irgendwie einen kleinen Babyhunger. Kannst du mir irgendwie einen Croissant kaufen? Babyhunger. Jetzt kannst du kurz die Kamera halten, sonst film mal von unten. Dann machen wir einen Obstkern, oder wie ist das? Ein was? Ein Foto von unten. Obstkern? Obstkern, oder? Ich weiß nicht, wie das heißt. Obstkern? Hä? Ja, Nusskern. Bezüglich meiner Ketten habe ich schon einige Fragen bekommen. Die wird es bald in meinem Shop zu kaufen geben. Da werde ich euch natürlich noch Bescheid geben, auch zu den wunderschönen Armbändern. Armbändern? Armketten, oder? Wie sagt man? Deutsch. Auf jeden Fall ja, bin ich die gerade so am Tragen und Testen, um zu schauen, ja, ob die Qualität auch wirklich gut ist. Und bisher wurde ich nicht enttäuscht. Ich habe damit geduscht und trage sie wirklich von morgens bis abends. Und ich bin echt begeistert. Also sie sind genauso toll wie gedacht. Und ja, bald, ganz, ganz bald, werden sie bei uns im Onlineshop verfügbar sein. Müsst euch noch ein bisschen gedulden. Also ich glaube so ein, zwei Wochen mal schauen. Aber ich werde euch natürlich noch vorher Bescheid geben. Und ja, so viel dazu. Und wir gehen auf jeden Fall jetzt mal gemütlich Lebensmittel einkaufen und melde mich dann später oder von unterwegs dann. Ja. So, jetzt sind wir beim Hofer angekommen. Erste Station. Sag mal, hast du eine Brille? Ja, wow. Willst du noch desinfizieren? Ja. Oh, Entschuldigung. Lass ihn mal kurz das Brille machst du. Bitte schön. So, let's go. Mit wem schreibst du jetzt, Papa? Nein, ich suche ein Rezept. Ein Rezept. Micha. Ich muss nicht machen. Dann bitte schön, let's go. Eins, zwei, in den Ärmel. In den Ellbogen. Luisa? Luisa? Was tust du jetzt? Tust du nicht tatsächlich ein Rezept Warte, Mama. Anschauen? Aber irgendwo findet das Rezept auch, oder? Hättest dich vorbereiten müssen. Wo findet das Rezept? Weiß ich nicht. Oh ja, du weißt schon immer. Immer in der Infobox? Ah, hier. Öffnen, ich will nicht auch. Ach, nervig. Schau, schaut lecker aus. Guckst du? Zucchini-Spaghetti? Na. Für mich nicht. Schön, da haben wir die Pinienkerne. Das müssen wir kochen. Pinienkerne haben wir, glaube ich. Haben wir nicht mehr? Oh, schon. Habt ihr alles schon weggegessen? Ja. Sag mal, was hast du gekauft? Das ist, willst du haben? Sollen wir das kaufen? Lisa hat sich da so Stifte ausgesucht. Sollen wir das kaufen? Tust du dann mit der Lara malen? Der Paprikasalat? Boah, ich mag kein Paprika aktuell. Nein, ich kann aktuell kein Paprika essen. Die Luisa ist ja voll beschäftigt. Wow! Malst du dann mit der Lara? Cool.
Ach so. Schau mal, Lisa. Ein Krokodil. Oder was ist das? Ein Dino. Hallo. Zeig's mal dem Papa, ha? Ja. Haben wir wieder sein Kuscheltier gefunden? Das ist das, ein Krokodil. Das ist ein Dino, oder? Der beißt dich, Papa. Was ist das für ein Gesichtsausdruck? Ja, war euch schon gut. Einkauf erledigt. Die Luisa hat sich ein Dino mitgenommen. Na komm, geh. Zum Hofferpreis. Hast du ein Dino genommen? Oh, ist das schön. Ich will nicht in die Hitze rein. Da bin ich ein braver Kroko. Das ist ja kein Kroko. Oh ja. Doch ein Dino. Steht nicht. Das ist meine Brille gewesen. So, Einkauf ist erledigt. Wir haben 140 Euro raus. Komm, Papa, es ist heiß. Komm mal bitte zum Auto. Warte kurz. Oh, nicht so einfach. 140 Euro haben wir ausgegeben, aber wir müssen noch zum Merkur. Aber das ist schon Standard bei uns, 100, so bis 200 Euro. Ja. So, meine Lieben, wir sind vom Einkaufen wieder zurück und ich bin gerade richtig müde. Müde, so schlapp, es ist so heiß draußen und es hat jetzt, glaube ich, aktuell schon über 34 Grad oder so. Und es ist gerade so. Ja, keine Ahnung. Entspannend im Bett zu liegen. Ich war jetzt auch draußen, aber es ist einfach viel zu heiß, um draußen herum zu chillen. Eine scharfe Peperoni. Was? Macht eine scharfe Peperoni? Nein. Oh. Zeig mal. Schaut dir. Der Patrick mäht gerade den Rasen. Oh, cool. Scharfe Peperoni ist es schon. Aber warum hast du die Saft ja gar nicht essen? 3,50. Behalte sie bitte. So, ich filme jetzt ein bisschen mit meinem Handy. Guck mal. Da ist der Strich. 29. Wie ist er? Ich mal. Wie ist er? Ich habe was gemacht. Ja, komm auch rein. Nein. Gib mir die Hand. Ich habe mal. Ich meine, deine Handy mal können wir nicht. Lara, weißt du noch, als ich umgekippt bin? Mit deinem Schwimmreifen? Nein, mit Michelles Schwimmreifen. Ah, chillig. Warte. Und schau, was ich mit meinen Füßen machen kann. Mhm. Und schau, was ich mit meinen Beinen mache. Super. Kalt. Kalt? Ja. Oh, Baby. Ja. Sophie, Sophie ist auch da. Sophie. Nein. Nein. Sophie, gibt's Wasser? Ah!
Den anderen Schwimmreifen. Den anderen Schwimmreifen. Die Schwimmflügel. Das hier? Ja. Ui. Mama. Was ist das? Tut es weh? Du machst mich wieder. Hey, gehst du was? Papa! Let her read and come. Ja, meine. Na, du kleine Oberzicke. Ja. Ich will ein Oberzicke, du willst ein Oberzicke. Du bist eine Babyzicke. Ja. Eine Mama-Zicke. Ja. Bella Lizzo. Du bist Kredinti, ja? Da geh mal gerade hier, der Gross hat dich. Du weißt, ey. Mama, stirba. Kannst du nur brechen? Es geht ja bald raus, weil mit 5, 6 Jahren fallen die Zweifel. Oh, schau mal, wie sie liegt. Liebst du da auch? Papa! Was soll ich mit meinen Beinen machen? Meine sind lang. Ich habe einen dicken Bein, schau. Hast du einen dicken Bein? Oh, no! Hey, Papa! Oh, nein! Hallo ihr Lieben, ja, nicht wundern, die Szene, die ihr gerade gesehen habt, wo wir so herumgeplanscht haben und so weiter, die ist jetzt schon einige Tage her. Ich habe jetzt einige nicht so schöne Tage hinter mir. Ich weiß auch nicht warum. An diesen Tagen war es ja so heiß und mir ging es, nachdem wir so gebadet haben, echt nicht gut. Ich weiß nicht, mir war dann richtig schlecht, ich konnte gar nicht mehr vloggen. Und ich habe dann einfach nur mehr die Kleinen geduscht, mich geduscht und bin dann wirklich ins Bett gegangen. Habe versucht, was Kleines zu essen, aber mir ging es echt nicht gut. Und Samstag und Sonntags ging es mir auch so, so schlecht. Und ich habe sogar wieder erbrochen. Ich weiß auch nicht, also irgendwie eine Vermutung von mir ist doch, dass mir halt weniger schlecht war. Habe ich dann halt auch angefangen, dann nicht mehr so wirklich aufzupassen, was ich esse. Und dann auch, aufzupassen. Das heißt, ich probiere mich halt durch. Ich probiere halt aktuell viele Sachen, die mir so in den Sinn kommen, wo ich glaube, boah, das wird mir jetzt echt gut schmecken. Und danach, ja, habe ich entweder nichts, was super ist, oder mir geht's dann wirklich schlecht, was ich jetzt so erlebt habe die Tage. Und ja, gestern war ganz, ganz schlechter Tag. Gestern habe ich nämlich Oliven gegessen, grüne Oliven. Und ich habe schon die Tage Oliven gegessen, aber schwarze. Und die habe ich super vertragen. Und gestern so Horror, Horror, sage ich euch. Diese grünen Oliven, ey, das war nicht schön. Ich habe dann auch leider wieder ein bisschen Blut erbrochen. Und das schreckt einen dann doch. Und es ist mit sehr viel Schmerzen verbunden. Also wenn man Blut erbricht, das ist nicht lustig. Das ist echt, echt schmerzhaft. Ja, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will nicht immer so viel über diese Übelkeit reden. Ja, ich war einfach außer Gefecht gesetzt. Wenn es mir so, so schlecht geht, dann kann ich leider gar nichts machen. Also ich kann dann zwar vloggen, ich könnte zwar vloggen, aber pff, ihr werdet nicht viel sehen, außer dass ich im Bett liege, wie ich scheiße ausschaue und eigentlich eh nichts mache. Und das will ich euch ehrlich gesagt ersparen und mir ehrlich gesagt auch. Deswegen ja, habe ich mir jetzt ein paar Tage gegönnt, wo ich nicht gefilmt habe. Heute geht es mir so, na ja, aber ja, muss weitergehen, deswegen mal schauen. Ich habe auch sehr starke Kopfschmerzen, ich habe starke Magenschmerzen und mir ist ein bisschen flau im Magen. Ja, ich dachte, ich habe das Größte schon überstanden, also das Gröbste, und ich habe das Gröbste schon überstanden. Aber es gibt dann wahrscheinlich noch so Momente, wo es dann halt wieder zurückkommen wird, die Übelkeit, und ich leider nichts dagegen machen kann, außer es auszuhalten. Ja. Ich wollte Ihnen noch Bescheid geben, dass ich jetzt auch die Videos auch um 18 Uhr uploaden werde, also nicht nur um 15 Uhr. Und ja, mal schauen, wie es mir jetzt gesundheitlich geht. Ich werde jetzt nicht jeden Tag vloggen. Ich hoffe, dass das euch recht ist. Und ja, ich werde euch natürlich immer auf den, also
es ist jetzt nicht so, dass es mir jetzt so schlecht geht, dass ich jetzt gar nicht mehr vloggen kann, aber aktuell geht es mir noch nicht so wirklich prickelnd, aber ja, wir werden durchkommen. Es wird wieder bergauf gehen. Das ist bei mir immer so, wenn mir so ein paar Tage ganz, ganz schlecht war und ich auch ein bisschen erbrochen habe, dann ist das so, dann zieht sich das so ein, zwei Tage noch nach, bis mir wieder wirklich komplett gut geht. Und ja, ich weiß das nicht. Das ist alles zusammengekommen. Hitze, Übelkeit, irgendwelches Essen, was ich nicht gut vertragen habe. Und dann gibt es halt solche doofen Tage. Gut, ich wiederhole mich jetzt immer und wieder. Und deswegen wollte ich euch jetzt also noch dieses kleine Update geben. Ich danke euch fürs Zuschauen, mein Lieben. Und würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder natürlich, die Tage. Also, wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann aktiviert am besten die Glocke. Ich werde die Uploadzeit auf 18 Uhr verlegen, nur so. Und ja, also wir sehen uns. Ciao!